späten Stunde im ZDF. Schön, dass Sie da sind. Alles, was scharf macht, ist unser Thema heute. Und da wollen wir gleich mal nachfragen. Was macht denn scharf? Vor allen Dingen wollen wir auch reden über Geschmacksverstärker. Natürliche und solche, die wir uns möglicherweise nicht gönnen und geben sollten. Zunächst mal begrüßen wir Sie sehr, sehr herzlich. Hier sind Cornelia Poletto, Ralf Zacherl, Horst Lichter, Johann Lafer und Kolja Klebert. Diese Treppe ist hoch. Freu mich. Okay. Also, alles gut. Sie dürfen Ihre Braut jetzt küssen. Ja. Johann, freu mich sehr. Servus. Ja, das ist so locker. Ja, wieder so lässig. Voll ja, moin. Alles gut. Geht aber auch Diese Schuhe, die sind... Nee, diese Schuhe waren schon oft Thema. Hier verlieren Menschen Zettel. Ja, das ist auch wichtig. Die brauchen und ist wir. Das, was ist das jetzt hier? Ist das eine kanadische Jeans? Nein. Weil da ein Ahornblatt ist? Ja, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Mir ist das auch wurscht. Kleines Blatt. Nein, ist auch. Apropos, alles, was scharf macht, ist unser Thema heute. Lass uns drüber reden. Wir wollen heute sprechen, Johann, spannendes Thema. Nicht nur über die Frage, wie kommt Schärfe ins Essen, sondern auch über die Frage, wie kommt vor allen Dingen Geschmack ins Essen. Geschmacksverstärker, natürliche und solche, die wir vielleicht besser nicht verwenden sollten. Großes Thema in der Küche. Zurzeit auf jeden Fall aktuell, glaube ich. Man kann es ja lesen überall. Wird auch für die Zukunft möglicherweise eines der großen Themen werden, weil die Lebensmittel einfach zu sehr verfälscht sind und die Leute nicht mehr genau wissen, wie eigentlich was natürlich schmeckt. Unser Problem. Ist das tatsächlich etwas, was du als Problem ansiehst? Es war ja so, dass früher zum Beispiel Glutamat zunächst mal das Produkt war, was ja fast immer verwendet worden ist. Dann hat man das so ein bisschen rausgenommen. Dann ist man umgeschrieben auf Hefeextrakt. Hefeextrakt ist ja auch ein Geschmacksverstärker, mittlerweile deklarationspflichtig. Und der Hefeextrakt ist aber doch eigentlich zunächst mal ein natürliches Produkt. Aber es ist trotzdem ein Geschmacksverstärker. Und ich habe zum Beispiel auch bei mir jetzt alles rausgenommen, weil ich einfach finde, man darf den Konsumenten mit nichts verunsichern. Man muss wirklich versuchen, das ganz clean Labeling zu machen, damit der Konsument wirklich das Vertrauen hat. Nur es gibt halt manchmal Dinge, zum Beispiel, die lange haltbar sind. Ja? In der Süßwarenbranche, man muss manchmal Sachen reinmachen. Das ist ganz, ganz schwer. Sonst halten die heute nicht richtig. Das mit dem Hefeextrakt hört sich ja erstmal so an, als wäre da Hefe drin. Das kann ja nicht schaden. Ja. Das Blöde bei dem Hefeextrakt ist, das wird so lange ausgekocht, bis das eben gar keine Hefe mehr da ist. Man will eben überhaupt bloß keine Hefe da drin haben, sondern eben weil das, sich was, dann am ja Ende, was entwickelt. Ja, was am Ende überbleibt, da ist keine Hefe drin. Mhm. Chemisch gesehen ist es genau das Gleiche von der Zusammensetzung her wie Glutamat. Horst, was macht dich scharf? Was mich scharf macht, ist Gott sei Dank die natürlichsten Dinge der Welt. Ich habe an Essen alles mal ausprobiert und ich muss sagen, das eine hat einen Vorteil und das andere hat einen Nachteil. Weißt du, das ist ja, ich meine, gut, das ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Aphrodisiaka. Ne? Was ist überhaupt ein Aphrodisiaka? Ein Aphrodisiakum. Ja, Kum, auch K genannt. Kum ist. Aphrodisiakum ist ein Aphrodisiaka. Ist im Prinzip was? Es ist erregend und stärkt die Libido. Stimmt's? Und Libido hat ja Mann und Frau. Libido ist auch ein schönes Wort. Das gefällt mir, wenn das aus deinem rheinischen Slang so rauskommt. Wenn man mit Ohrengras kocht, dann kann man auch vorher noch mal peitschen. Übrigens, das macht mich gerade scharf. Ja. Ich habe es geahnt, dass das ein Thema ist, das Cornelia sehr inspirieren wird. Ja. Lieber Aphrodisiaka war mir stehen geblieben. Ja, das ist aber relativ einfach. Alles hat zwei Seiten im Leben. Ja, das ist wie Yin und Yang, das ist wie Johann und Horst, das ist wie Frau und Mann. Man muss immer so ein bisschen aufpassen. Man kann natürlich schon relativ einfach rangehen und sagen, Anis ist wirklich anregend. Ja. Schon probiert? Und enthemmend. Enthemmend? Oh. Ja. Anis, stimmt tatsächlich. Deswegen hast du abends im Zimmer so ein Backe Anis dabei. Ja. Hast aber auch gemerkt, die Nachteile davon. Ja? Weil es ist auch verdauungsfördernd. Und wenn du dann rattenscharf auf der Keramik sitzt, ist das auch wieder ganz mies. Ja? Dann musst du aufpassen. Klar. Ja? Markus. Ja? Weißt du eigentlich, dass in Japan auf den Toiletten überall so eine Box ist, wo man die Spülung mit dem Radio nachmacht, damit keiner merkt, dass du auf Toilette bist? Ich weiß, ja, das stimmt. Das stimmt. Das Japaner, auf jeder Toilette haben die eine Box, da wird die Spülung per Radio übertragen, damit man das Gefühl hat, da spülen die mal dauernd. Ja. Ist kein Witz jetzt. Damit man da keine Geräusche hört und so weiter, die man nicht hören will. Japaner sind ja unglaublich verschämt. Hygienisch verschämt. Ja. Ja, das ist
Das, früher haben die immer ständig drauf gedrückt, da war zu viel Wasserverbrauch und jetzt haben die so eine Box. Wollte gerade sagen, wird ja auch so gemacht, dass man beispielsweise ja niemals in eine Badewanne gehen würde, ohne vorher geduscht zu haben. Weil man legt sich ja nicht in seinen eigenen Dreck rein. Das Stehst kann so? Sein. Ja, das ist kann so. Sein. Machen die Japaner so. Ganz spannend. Da sind wir, richtige. Richtige. Na, nee, ist eine. Eine Hochkultur, da sind wir richtig. Ja, gut, in Rommerskirchen wird das so nicht erzähl gemacht. Erzähl das mal deiner Mutter, dass du erst duschen gehst, damit du danach baden kannst. Ja. Da sehe ich. Wir haben ja einmal in der Woche gebadet und das war's dann. Und wir haben uns früher immer schon gefreut, wenn wir als Erstes in die Badewanne durften. Ja, das ist wahr. Einmal in der Woche. Genau. Also, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen reden über Dinge, die scharf machen. Wir wollen auch über die Frage reden, Cornelia. Scharfes Essen. Ja. Erhöht das sozusagen das Geschmacksempfinden? Was für Vorteile hat es, scharf zu essen? Also scharf zu essen feuert einfach schon mal an. Feuert schon mal an. Oder nicht, kann man das nicht so sagen? Die feuern schon mal an. Das scharfe Essen. Ich sag mal so, also bei mich mehr anfeuern würde, wäre, wenn es hübsch angezogen ist. Ja. Also das was Essen. Mit mir ist. Ja. Ja, aber nicht dein Essen. Ich kann mir jetzt keine Paprika und Schraps so vorstellen. Es gibt ja einfach. Es gibt, Cornelia. Es gibt einfach gewisse Lebensmittel, die die Sinne erregen, sozusagen. Ja. Ja. Und dazu gehören für mich zum Beispiel Austern, dazu gehört für mich auch Ingwer und dazu gehören für mich auch Gewürze. Was? Hast du nicht Gewürze. Nicht verstanden? Gewürze. Ja, Gewürze. Gewürze. Mhm. Ich kann das gar nicht so schlecht, weil ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Bist du? Ja. Kannst du Rheinisch? Rheinisch nicht, aber ich bin immerhin zwischen Paderborn und Bielefeld groß geworden. Oh, war übrigens auf einem Mädchengymnasium. Ostwestfalen, da der Bereich? Ja, Südostwestfalen. Ja. Südostwestfalen, das ist auch ein schöner Landstrich. Ja. Südostwestfalen. Aber da gibt es schon ein paar ganz schöne Plätze. Nein, aber um aber ganz kurz. Ist eine tolle Landschaft da, finde ich. Ja, die Ostwestfalen, diese Parklandschaft sehr, sehr da, und so sehr, sehr schön. Ja. So, scharfes Essen, Cornelia. Also, ist scharf Geschmacksverstärker? Johann, ist das ein Geschmacksträger? Nee, Geschmacksverstärker Schärfe? Nicht. Nee, nein, scharf ist nur ein Würzmittel. Aber nur scharf? Ja. Kein Geschmacksverstärker. Ist es wahr, gut, hat mir das geklärt. Ist es wahr, dass im gerade nahöstlichen Raum sehr scharf gegessen wird, weil das die Poren öffnet und dadurch die Wärme besser. Also scharf kühlt. Oder deswegen so. Essen die viel scharf. Die Asiaten essen ja extrem scharf, weil durch die Temperaturen, man sagt ja, dass scharf kühlt. Das ist wirklich so. Ja, genau. Ich habe das hier. Und wir essen ja minder viele so warme Gewürze wie Zimt, Nelken und so. Mhm. Das wärmt ja. Mhm. Ja, ist genau umgekehrt. Okay. Und die Inhaltsstoffe von scharfen Früchten hemmen außerdem das Wachstum von Bakterien. Wusste ich auch nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Alfons behauptet das immer hier, diese Bakterien, die wir so im Magen haben, Helicobacter und so weiter, kann man auch mit scharfen Dingen in den Griff kriegen. Cornelia, was kochst du uns heute? Pass auf. Gillardot Austern mit Zitronengras-Apfelsud. Mhm. Das klingt gut. Wenn wir jetzt in dem Zusammenhang über Schärfe reden, was ist da jetzt wichtig? Wie machst du es, dass es gerade noch gut erträglich ist? Kann man da auch sich böse vertun und also den Geschmack des Gastes ist ja auch also schwer es soll verfehlen. Ja tatsächlich scharf machen. Und wenn ich jetzt, es ist ja selten so, dass ich, wenn ich 30 Jahre verheiratet bin, mir Gedanken darüber mache, was koche ich heute Abend, um den Papi scharf zu machen. Hab ich mir überlegt. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, also es geht ja eher darum, dass wenn man das erste Mal für jemanden kocht, dass das halt sehr besonders sein soll. Ja? Mhm. Und deswegen kann ich mir nicht so sicher sein, ob dieser neue Mann rohe Austern mag oder vielleicht lieber pochierte Austern. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen scharfen Apfelsud mit ein bisschen Ingwer, Zitronengras und ein bisschen Curry und frischem Apfelsaft und werde dann diese Austern ganz leicht darin pochieren und das Ganze auf ein bisschen klein geschnittenen grünen Apfel servieren. Ja? Sehr gut. Die Schärfe könnte natürlich auch etwas sein, was wichtig ist, wenn es darum geht, die mögliche Keime, die in Austern oder so drin sind, auch dann direkt also ich sage dir ganz um die Ecke ehrlich, zu bringen. Wenn du eine nicht frische Austern servierst, dann hilft dir das bisschen Curry auch nicht mehr weiter. Dann also, ist Feierabend, ja? Das sind sehr teure Austern hier, ne? Das sind sehr besondere mal, Cornelia, Austern. Kannst du das mal ausmachen kurz da hinten oder brauchst du das die ganze Zeit? So, ja, könnt ihr mal bitte einmal aufhören jetzt gleich zu kochen, fertig. Wenn ich rede, weißt du? Ja,
das sind tatsächlich sehr besondere Austern von Monsieur Gillardot. Mhm. Und das sind Maren-Austern, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Die werden halt, also das Besondere ist halt auch am Ende das Klären der Austern. Die werden ja dann in Klärbecken gesetzt und das ist eine für mich sehr reine, sehr feine Auster. Und ich finde auch noch in einer Größe, die auch für sozusagen Austernanfänger geeignet ist. Für, okay. Weil es gibt ja Austern in verschiedenen Größen und wenn man halt echt so, ja, so einen Johnny hat, der über 100 Gramm wiegt, das ist schon sehr speziell. Den also, so mit einem Mal wegzuzuzeln? Ja, das ist sowieso eine Sache, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber wenn man so eine Auster schlürft und nicht einmal drauf beißt, dann lebt die ja auch noch und dann klebt die an den Mageninnenwänden und ist sehr, sehr schwer zu verdauen. Das kann bis zu einigen Tagen dauern. Jetzt hör auf. Das war jetzt mal zum Erben. Und das soll scharf machen. Ja. Austern. Also man sollte. Austern. Ich habe ja jetzt eine Auster hier geöffnet. Ja. Und dann. Horst, isst du Austern, Horst? Nein. Ja, würdest du vielleicht heute eine essen wollen? Nein. Ich koche eigentlich in letzter Zeit ausnahmsweise nie mal. Nein. Ganz ehrlich nicht. Also allein der Gedanke. Und trotz ist dieses gigantomanischen Applauses, der jetzt aufbrandet, nein, auch immer noch nein. Nein, 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 ganz ehrlich nicht. Also das wäre mir zu. Na, das geht einfach nicht. Ich kann die Dinger nicht essen. Ich gönne sie jedem. Ja? Ich würde sogar sagen, die können verschenkt werden, auch egal wie teuer die Dinger sind. Und wer sie mag, okay, ich habe mal eine probieren müssen. Ganz kurz, als ich in der Lehre war, musste ich mit zu Anuga, was natürlich sehr schön war. Anuga Süßwarenmesse in Köln. Nee, nee. Lebensmittel. Ah, Lebensmittel, genau. Wie heißt die Größe? Anuga. Na, wie heißt die Süßwarenmesse? Nein, Süßwarenmesse, Süßwarenmesse. Na, die hat auch noch, ja, mal so einen. Nein, 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 nein. Die heißt anders. Die hat auch noch mal so einen Namen. So einen, ja, ja, genau. Aber wie heißt die denn? Die ist im Januar und heißt Internationale Süßwarenmesse. Ja, ja, danke schön, okay. Johann, sag ich doch. So, gut, dann bringe ich das gerade durcheinander, ist doch gut. Ich war 15 Jahre alt und mein Lehrer Lutz Winter wollte mir als Lehrjungen etwas sehr Gutes tun. Ging mit mir an den Austernstand, erklärte mir, wie edel das ist, wie fantastisch das ist und bestellte ein halbes Dutzend Austern. Ja. Und dazu gab es ein Schnäpschen und eine Scheibe Schwarzbrot. Und dann bekam ich das hingestellt. Und dann habe ich zufälligerweise mitbekommen, dass die A noch leben. Und ich habe leider Gottes hingeguckt. Da mache ich mir auch selber einen Vorwurf. Da hätte ich einfach nicht hingucken sollen. So, und als ich die erst im Mund hatte, drei Schnäpse, zwei Scheiben Schwarzbrot. Und ich habe alles gekaut, aber das Ding war immer noch im Mund. Und das geht nicht. Ehrlich. Ist das so eklig, ja? Ja. Ist aber ein mördermäßiges Aphrodisiakum, so eine Auster. Ja, aber ich sag mal so, also ich glaube nicht, dass... Ja, nee, was... Ja, ja, ja. Ach, Quatsch, Johann. Nee, nee, pass auf, was er da sagt, das finde ich einfach, du musst ja auch einen Sinn dafür haben. Wenn das dir anekelt, ist es doch kein Aphrodisiakum. Nee. Also, na Moment, aber also wenn ich physiologisch alles passiert da ja was. Nein, nein, nein. Ja, da ist viel Eiweiß drin und das hilft wahrscheinlich. Ja, aber da steht auch der Kopf mit. Ah, ist ein Zink. Zink, ja, von mir so noch Zink, von mir so noch Blei mit dabei, aber ich kann da nicht rösig von werden, ehrlich. Ja. Gut, aber ist tatsächlich Auster, ist schon etwas, was als Aphrodisiakum wirklich gilt. Cornelia, warum ohne Handschuhe? Nee. Weil ihr keine Handschuhe für mich habt. Toll. Hier, darf ich ja nur mal sagen, die zwei Herren hier, ja, meine Herren Sternekollegen, ja, mögen auch gerne Auster, können die auch nicht essen. Ich habe früher zur Lehre mal Austern gern gegessen. Früher, ja. 80er Jahre, da hat man das dann noch mit einem Glas Champagner oder mit einem Muscadet, also mit einem französischen Weißwein, mhm, gekriegt. Und auch dieses Austernbrot, Schwarzbrot, eine Zitronen, Schnittlauchbutter dazwischen, dazu. Und ich dachte immer so, oh toll, ja, jetzt bist du einer von denen, die mal ganz groß werden, ne, weil die jetzt Austern isst. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit gar nichts anfangen kann. Und immer, wenn ich Austern gegessen, ja, habe, dann zwei Stunden danach merkst du immer nur so, up. Ach ja. Ja, weil die wieder hochkriegt. Ja, quasi, ne? Ja. Weil sie dann natürlich immer noch leben. Ja. Klar. Und wenn, nein, ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade wenn du einen Champagner trinkst dazu, ne? Die Kohlensäure, die bringt das dann ja noch mal quasi wieder zum Vorschein. Ja. Ne? Ich zwei aber, Stunden danach noch zu wissen, was du vorher gegessen hast, das macht mich absolut nicht finde scharf. Aber, finde aber, dass das ein... Ich kann auch nach Hause gehen. Nein, bleib einfach hier, Cornelia. Ich wollte gerade sagen, Cornelia... Ich wollte gerade sagen,
Lass uns jetzt hier nicht Austern schlecht machen. Das ist ein tolles Lebensmittel. Ja, und wer es mag, der mag es. Ist ein tolles Lebensmittel, probiert aber keiner. Und wenn es nicht hilft, ja doch, ich mache das sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Ich auch. Okay. Ralf auch, ja? Wer von den Herrschaften hier im Publikum isst gerne Austern? Hände hoch. Alles sagen. Wer winkt da hinten? Sie winken. Oh, Sie sind ja ganz euphorisch. Aber jetzt guck mal bitte, das ist maximal ein Viertel. Nochmal Hände hoch, maximal bitte. Wer isst gerne Austern? Nicht einmal ein Viertel, nicht einmal. Guck mal, hier. Na, da kommen jetzt zögerlich immer noch mehr. Ja. Ah, da geht noch was. Allein, weil mich jetzt echt wundert, das sind alles ältere Herren gewesen. So. So viel zum Thema. Horst ist kein Aphrodisiakum, ja? Dann begrüßen wir sehr, sehr herzlich Ralf Zacherl, meine Damen und Herren, der Ralf, wenigstens einer der Austern ist. Ein tolles Lebensmittel, finde ich. Ralf, der uns heute macht eine Blumenkohl-Chilisuppe mit gebackenen Kapern, sehr raffiniert, und rote Beete-Jakobsmuscheln. Jo. Wow, toll. Sind das die gebackenen Kapern hier? Ja. Gebackene Kapern. Witzige Idee. Ja, das ist vor allen Dingen für die Leute, die keine Kapern mögen, ähnlich wie manche Leute ja keine Austern mögen. Soll es geben, ich mag ja. Auch weil, keine Kapern. Weil, ja, aber Horst, diese Kapern, ja, wenn du die bäckst, ja, die gehen auf wie so eine kleine Blüte und schmecken dann gar nicht mehr so nach Kapern, haben so ein ganz leicht nussiges Aroma. Also das ist schon mal super, wenn die nicht mehr nach Kapern schmecken, kann man die probieren. Horst, hier, komm. Ja, die probiere ich, ja. Hau rein, die Pütze. Gut, also die schmecken auf jeden Fall nicht nach Kapern. Die kannst du echt essen, die Dinger. Ja. Sind okay. Sehr salzig. Ne? Ja, salzig, aber ganz sehr salzig. Ja. Hast du da noch mal nachgesagt, oder ist das der richtige Salzgehalt der Kapern? Nein, die sind so salzig. Man kann sie, wenn sie jemand zu salzig sind, kann man sie natürlich noch mal ein bisschen wässern vorm Frittieren. Mhm. Wichtig vorm Frittieren, wirklich komplett trocken machen, weil sonst spritzt das Fett überall rum. Okay. Und so haben sie einfach so ein nussiges Aroma. Die Suppe, Blumenkohl, das machen wir richtig schön scharf. Die Jakobsmuschel hat ja so eine natürliche Süße. Das Ganze unterstützt man noch mit rote Beeteflocken. Also rote Beeteflocken, was ihr immer alles habt. Ja, die gibt's auch aus der Drogerie. Schon mal gesehen? In guten Apotheken. Rote Beeteflocken. Man kann die auch selber machen, nur das ist eine Sauarbeit. Dann sag mal, wie geht das? Ja, einfach trocknen und dann malen. Das ist aber also im Backofen trocknen und dann malen. Ja. Ach Quatsch. Doch, also es kommt auf die Apotheke an, aber also Berlin-Kreuzberg hab ich sie schon gekauft. Auf Rezept oder? Nee, sag mal, ist das, ist das ein Medikament Rezept, oder was? Rezept ist ganz einfach, du musst nur was tun. Aber guck mal, in meinem Meersalz ist sogar noch eine Feder. Eine Feder? Ja. Von wem? Von irgendeiner Möwe. Oh, süß. Wie süß. Habe ich noch nie gehabt. Nee, das ist neu im Programm. Aber rote Beete, rote Beete Pulver hatten wir. Kennst du das auch nicht, Johann? Das hier, guck mal. Also dass, man, dass wir froh, Johann Lafer verblüffen können, damit hätte ich nicht gerechnet. Kolja, kennst du rote Beete Flocken? Rote Beete Flocken. Nein. Schau dir das mal an. Und das schmeckt lecker, das Zeug. Wo? Hm? Oh, Kreuzberg aus der Drogerie? Bist du sicher, dass das rote Beete Flocken sind? Seit wann? Weiß. Ich wollte gerade sagen, seit wann du dir das weiße Pulver rot einfärben? Ja. Nee, blau ist das Zeug. Ja. Blau, Johann. Aber es ist so, dass die Kolli, ich bleib bei dir, weißt du, die können ja nicht ich auch bin auch echt heute das ist ein ganz, ganz schwieriger Tag. Lauter Ignoranten hier. Das ist wirklich grandios. Grandios, ja, sehr, sehr danke. Gut. Komm, wir geben mal was weiter, schau mal. Kann ich mir gut auf Austern vorstellen. Erzähl Ralf uns bitte, was du des Weiteren machst. Ich verkoste mal deine roten Beeteflocken hier. Erzähl, was du okay, ja. Also wie gesagt, die Suppe ist ja weiß und sehr scharf. Die Jakobsmuschel hat eh schon eine schöne Süße. Durch die rote Beeteflocken kriegt die Jakobsmuschel noch mehr Süße. Und vor allen Dingen, wir färben die Jakobsmuschel, also wir würzen die, ziehen die durch Eiweiß, wenden die in den rote Beeteflocken und braten die dann ganz vorsichtig raus. Ralf, die Dame hier langt halt richtig zu, das ist ja Wahnsinn. Erzählen Sie es doch mal und sagen Sie uns, danke, Horst, dass mir wenigstens einer zuhört. Ja, und dann kriegt diese rote diese Jakobsmuschel, die kriegt dann so ein schweinchenrosa Farbe und dann haben wir ein wunderschönes Farbspiel. Ja. Das ist sehr und schön Farben machen ja auch scharf. Farben machen scharf. Habe also ich mal gelernt. Es kommt ja drauf an, wenn der Ton braun ist, dann ist ja weiß sehr schön. Genau. Also bei den Strapsen. Oh, ich sehe schon, ich komme. Ja, komm, das ist euer Thema. Ne?
So, Horst Lichter ist bei uns, der heute ein Pfannengemüse macht. Horst, Pfannengemüse, ja. Oh la la. Ja. Mir fiel einfach nichts anderes ein, wie das heißen soll. Pfannengemüse, oh la la. Das ist der Name deines Gerichtes. Ja, was ist daran oh la la und was ist Gemüse? Oh la la sagt spätestens jeder dann, wenn er probiert hat. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Nee, oh la la sagten die dann, ja. Nein, ich habe mir einfach überlegt, was für Gemüsen sagt man denn nach, dass sie eventuell aphrodisierend sein könnten? Das ist schon ein Thema, das dich beschäftigt, ne? Das merke ich. Ja, das beschäftigt mich wirklich, weil also ganz unterm Strich hilft nichts. Wenn der nicht will, will der nicht. So. Es gibt Dinge, die sind aphrodisierend, das ist wohl sehr wohl richtig, in einem gewissen Maße. Man müsste aber dann jedes Mal davon so viel nehmen, dass die Nebenwirkungen definitiv so heftig wären, dass man dann definitiv auch keine Lust mehr hätte dazu. Ist so. Kakao ist zum Beispiel auch ein Aphrodisiaker. Wissen die wenigsten. Stimmt. Warum? Ist Koffein drin? Mhm. Koffein macht hellwach. Und das macht auch ein bisschen, das regt doch an. Problem ist nur, wenn du jetzt so eine Anstaltspackung Nesquik kaufst und denkst, heute Abend geht er zur Sache, Mama. Dann sollte man auch wissen, dass Kakao auf der anderen Seite auch wieder entwässernd ist und harntreibend. Ja. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle. Wir wollen es nicht. Du stehst da. Oder er. Und du musst Pipi. Also ich koche hier übrigens. Ja. Wir lassen das mal weg. Ja. Hat keinen Sinn bei den Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. So. Horst, was nimmst du denn alles? Also Brokkoli sehe ich hier. Also ich habe Möhren drin. Also ganz klar sind auf jeden Fall frischer Ingwer. Ingwer soll aphrodisierend sein. Knoblauch auch. Bloß wenn man es riecht, hat man keinen Bock mehr. Ja. Paprika auf jeden Fall ist drin. Dann habe ich Peperonis mit drin. Brokkoli. Mhm. Ich habe hier schön Zucchini in Scheibchen geschnitten, also in Streifen geschnitten. Ich habe drin Zuckerschote. Dann kommen gleich noch Bambussprossen rein. Shiitake-Pilze kommen dazu. Das Ganze mit süßem Senf. Senf ist übrigens durch die ätherischen Öle tatsächlich aphrodisierend, wobei den sollte man essen und nicht auftragen, weil dann brennt er. Ja. So, ja, ist so. Schlimm genau. Das stimmt. Okay. So. Das heißt, es gibt im Prinzip hier nachher einfach einen richtig leckeren Gemüseeintopf mit Gemüsebrühe. Ich habe noch ein bisschen Sojasauce drin. Ich habe ein sehr schönes Öl mit drin. Das gerade hier, das kommt hier Sesam, kommt sehr raffiniert kommt das hier durch. Sojasauce ist auch ein Geschmacksverstärker. Sojasauce, absolut, Geschmacksverstärker. Man sagt ja nicht umsonst, das ist das Maki Asiens. Also die nehmen extrem viel Sojasauce und würzen damit ihre ganzen Speisen. Also derjenige, der noch nie Geschmacksverstärker in seinem Leben benutzt hat oder gegessen hat, soll aufstehen. Ich schwöre, steht keiner auf. Kann keiner aufstehen. Nee. Also seid nicht heiliger wie der heilige Papst. Das funktioniert nicht, Kinder, weil irgendwo ist überall was drin. Und wie wir eben schon gesagt haben, Salz ist auch ein Geschmacksverstärker. Klar, aber wenn, so, wenn wir nicht irgendetwas lecker machen möchten, dann müssen wir irgendetwas tun. Ja, das so, ist ja und auch eure, Kunst, ja, Geschmack rauszuholen, zu verstärken. Aber die Frage ist eben, wie wir das machen. Ich bin gespannt auf dein Gemüse. Das ist sehr raffiniert. Ich jetzt auch. Richtig, ja, das ist so, das ist neu an dir, dass du anfängst so mit Sojasauce zu... Ohne Butter. Ja. Sojasauce zu experimentieren. Was hast du hier noch? Ich habe noch hier vorne ein sehr, das sind noch zwei verschiedene Ölsorten. Ich habe hier noch ein Haselnussöl drin und das sind schon ganz feine Geschichten nachher. Allerdings. Warte mal ab. Allerdings. Wird schon lecker. Ja, toll. Also. Dazu gibt es noch Entenbrust gebraten. Gibt es auch noch? Auch noch. Davon hast du jetzt noch nichts erzählt. Ja, ist ja irgendwas dabei. Gut. Horst, dann freuen wir uns darauf und begrüßen noch mal sehr, sehr herzlich Johann Laffer, der uns heute macht ein... Kommen wir genau richtig, ein Chicken Curry 1001 Nacht mit Rosenreis. Genau. So, Rosen, Johann, also kann man essen. Ich muss sagen, für mich persönlich ist... das beste Mittel, um glücklich zu sein, ein gutes Essen und optisch ansprechend. Ich finde, ich halte gar nichts davon, von irgendwelchen Lebensmitteln, die besonders in Wirkung zeigen. Ich finde einfach, man soll abwechslungsreich kochen mit gesunden Lebensmitteln und einfach dann, so wie jetzt, Rosenblätter. Ich finde auch, dass so zum Beispiel so wie Rosen ein Liebesbeweis sind, wenn man immer das macht. Das ist einfach eine gewisse Hingabe. Ja, aber nicht, wenn man Rosen kocht, Johann.
Wieso? Du kannst doch nicht mit so einem Eintopf Rosenheim kommen und sagen, Schatz, für dich. Also, es kommt drauf an, es kommt wie der Eintopf schmeckt. Wie der Eintopf schmeckt. Ich finde, was ich sage, ich sag dir wirklich jetzt, also ja, so ein schönes Essen auf Rosenblättern serviert, mit Rosenblättern garniert, das sieht einfach lecker aus. Das ist auch wirklich was besonders Liebevolles. Stimmt, aber erst, wenn die erste Erregung vorbei ist. Aber wir halten mal fest, Rosenblätter kann man essen. Ja, klar. Ja, das wissen ja die meisten Leute nicht. Du sagst, ja, klar. Kann ich das Ding jetzt hier einfach so... Das sind Bio-Rosen, ja. 100%ig essbare Rosenblätter, klar. Die schmecken auch. Ich mache jetzt einen schönen Reis, den ich jetzt gerade hier... Guck mal, das Mati-Reis. Und dann werde ich den schön anbraten mit ein bisschen Sesamöl, Rosenblätter und den Reis anbraten. Boah. Was? Boah. Nee, Johann, komm. Boah, hör mir auf. Johann, bitte. Hast du mal eine Rose gegessen? Pass auf. Nee, ich habe noch keine Rose. Oder ist das eine Geranie in Wahrheit? Jetzt hör auf. Komm. Ja, aber ist halt unglaublich lecker wahrscheinlich. Nee, komm, sag mal ehrlich. Jetzt war, bis fertig ist. Da der. Sag doch, hallo. Sag ich doch. Johann, bitte. Mann. Also ganz am Anfang hast du das Gefühl, du isst ein Löschblatt wie in der Schule und dann kommt der fiese Geschmack. Und dann kommt das Elend. Ja, da kommt das Elend. Jetzt sag nicht, das ist lecker. Hör auf, Johann. Wenn das gut ist. Boah, das ist ja widerlich. Johann, wir kommen aus der Nummer beide gemeinsam auch wieder raus. Ja? Wir können jetzt einfach sagen, wir waren beim falschen Blumenhändler. Wir haben die falschen Rosen gekauft. Ich habe das Gefühl, der ging vorher mit dem Hund spazieren. Schön. Pass auf, wart mal ab jetzt. Ja, wart mal ab, Johann. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, wart ab bis zum Schluss, okay? Noch jemand Lust auf eine Rose, meine nix, Damen und Herren? Nix. Das ist gut. Sie sollten das nicht wollen. Johann, wunderbar. Ja. Dann. Wunderbar. Nee, nicht wunderbar. Ja, doch. Ja, man erlebt zumindest das ein oder andere Wunder. Manchmal auch ein blaues. Was ist das für ein Fleisch, Johann? Das ist Hühnerbrust mit einem schönen Kokossud. Ja. Da kommt dazu Paprika, Staudensellerie, Gewürze. Gut. Ja. Es gibt so ein richtig schönes, feuriges Curry. Spielen auch Rosen dabei eine Rolle? Nee, hier nicht. Ah, gut. Wo spielen die Rosen eine Rolle? Beim Reis nachher. Beim Reis. Ja. Aha. Was ist das für ein Reis? Basmati-Reis, den ich kurz jetzt gedünstet habe, den werde ich gleich fertig machen. Mit den Rosen drin. Ja, genau. Brate ich noch mal kurz an. Gut, freue mich drauf. Ja? Ich weiß ja, dass ihr sowieso keine Austern essen wollt. Ich wollte nur sagen, ich habe es jetzt fertig. Oh, super. Wir kommen gleich vorbei. Kolja, ja, ganz kurz noch zu dir. Wir reden gleich noch mal ausführlicher. Alles gut. Ja, nee, doch, das müssen wir ganz kurz festhalten. Ich komme. Das Gute an Cornelias Essen ist, es kann ja nicht kalt werden. Das kann aber weg. Kolja Kleeberg begrüßen wir sehr herzlich, der uns heute macht ein... Ein pikantes Schokoladensorbet, Pflaume im Feigenblatt gebacken und Bergpfeffer-Baiser. Genau. Wow. Und wenn wir jetzt, Kolja, von dieser Kombination sehen, Schokoladensorbet, pikant, da geht es dann doch um Geschmacks. Da geht es um letzten Endes. Naja, oder ungewöhnliche. Ich habe es hier witzigerweise auch schon fertig. Das erste Mal, dass die spanischen Conquistadoren auf Schokolade trafen, das war im mittelamerikanischen Raum. Die Azteken kamen. Genau, bei den Azteken. Die haben ein Getränk gehabt, Xocolatl. Genau. Das war ganz Xocolatl. Einfach. Xocolatl. Xocolatl. Genau, das war einfach Wasser, Schokolade, also heißes Wasser, Schokolade. Und tatsächlich Chili obendrauf. Wow. Das war überhaupt nicht süß, das war bitter, herb, scharf. Und die Conquistadores, die haben ihren Soldaten dann eben auch davon zum Trinken gegeben und waren verblüfft, wie gut die dann auf einmal marschieren konnten und weitermachen konnten. Und hatten entdeckt, dass quasi der Ursprung des Kakaogetränks eben tatsächlich sehr energiespendend ist. Wenn wir jetzt an Koffein. Genau. Koffein, und dieses die wollen schneller Mama. Ja. Und dieses Sorbet hier, Horst, ist dermaßen scharf, dass ich mir jetzt nicht sicher bin, ob da auch nicht Rosenblätter im Spiel waren. Aber nein, Rosenblätter sind da definitiv nicht im Spiel. Aber das ist toll. Das Baiser und so weiter schauen wir uns gleich an, Kolja, in aller Ruhe. Erklären wir gleich kommen aber zunächst mal zu. Nein, an die Zuschauer. Du kannst das auch an die. Oh, du bist beleidigt, ne? Cornelia, komm, lass uns reden. Was ist los? Was ist denn los?
Cornelia. Ja, weil ihr habt ja noch nicht mal probiert. Ich doch gar nicht. Ich habe doch gesagt, dass ich das toll finde. Darf ich eine? Ja. Darf ich eine nehmen jetzt? Ja. So, wir werfen jetzt mal einen Blick auf diese wunderschöne, auf dieses wunderschöne erste Gericht. Das wie heißt, Cornelia? Das sind Gelado-Austern in einem Zitronengras. Apfelsud. Apfel-Ingwersud. Herrlich. Johann, Kolja, Horst, da kommt ihr bitte kurz dazu. Hallo. Wir bräuchten euch mal hier bitte. Ja. Dann brauchen wir eine. Eine Gabel oder? Ja. Oder schlürft Gabel, man die einfach so ja, weg? Ja, man könnte sie auch so wegschlürfen. Ich würde sie sagen, sind ja nicht mehr roh, ne? Ich würde sagen, Ralf fängt an. Ja, jawohl. Ne? Guck mal, gespannte Stille. Also, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, dann hätte ich echt gute Chancen. Gelobt sei, was scharf macht. Danke, danke. Horst, du weigerst dich, ne? Johann, bist du? Also ich möchte gerne den Apfel probieren. Den Apfel probieren? Den Topf probieren. Oh, nein, Kolja, isst du Austern? Nein, eigentlich nicht. Du auch nicht? Nee, zumindest keine rohen Austern. Die sind pochiert. Die sind pochiert. Na gut. Ja, also. Oh, das ist eine ganz kleine. Hey. Ich probiere den Fond. Ich mache jetzt die Mutprobe. Ich glaube, das ist jetzt seit 15 Jahren die erste Austern. Ehrlich? Komm, dann pass auf. Es kann nur gut sein. Nee, er kaut schon zu lange. Ja, ich glaube, es liegt daran, früher, wenn ich Austern gegessen habe, die haben sich immer noch gewehrt. Mhm. Aber die sind ja jetzt, das ist gut. Ja, das ist lecker. Darf ich eine? Ja, klar. Komm, das probieren wir mal. Du darfst meine auch. Ja. Ich habe noch nie Austern mit Apfeln gegessen. Also ich muss sagen, Austern ist gut, aber das ist super. Also der Apfel ist toll. Ja. Also das hier ist der Traum. Da waren die Austern drin? Ja. Gut, dann können wir schon versöhnlich wirken. Johann, probier mal den Fond hier. Ich habe schon probiert. Ich glaube, ich würde jetzt noch mal das mit dem Glas Champagner probieren. Ja. Vielleicht hilft das wieder. Also, aber das ist gut. Ich finde, es schmeckt sensationell. Ja. Absolut sensationell, oder? Ralf? Ja. Ja, ich habe ja gesagt, ich will zu heiraten. Nein, aber das ist. Sag mal, was dem Geschmacklichen wirklich. Nein, das hat ja das hat eine wunderbare Säure, die Austern, die haben ja so einen leicht nussigen Touch. Dann kommt dieser frische Apfel dazu. Super. Also es ist wirklich sehr elegant, sehr leicht und sehr aromatisch. Weil wir müssen immer ein bisschen versuchen auch zu übersetzen sozusagen für die Menschen, die es jetzt nicht essen können. Die Säure, da ist schon richtig Wumms dahinter. Ne? Wo kommt die her? Die kommt von dem Apfelsaft. Ich habe ja grünen Apfelsaft, also von diesen Granny-Äpfeln, die auch da drin sind, habe ich einen Saft gepresst und habe das einkochen lassen mit ein bisschen Calvados, dem Zitronengras und Ingwer. Und ein bisschen Curry. Johann, wie fandst du den Apfel? Also der Apfel war Weltklasse. Die Soßen fand ich ganz toll. Und ich muss sagen, die Frau finde ich noch besser, die das gemacht hat. Ja. Cool. Toll, ja. Geschmacklich, was ist das hier eigentlich? Das ist Salz, das ist mehr Salz. Das sollte man, das ist nur zum Servieren. Wolltest du mal sehen, das ist übrigens sehr, sehr witzig, weil ich ab und zu tatsächlich bei mir im Restaurant Austern serviere. Die Leute denken, und ich das ist leider Reis, ne? Immer wieder Gäste habe, die dieses Meersalz mitprobieren. Ja. Mhm. Und jetzt müssen wir es wirklich dazu sagen, weil ich meine, so ein Löffelchen Salz, das ist schon kurbelt den Weinverkauf an. Mhm. Das ist halt die Variante, Austern zu servieren. Weil die Austern ja schwierig auf dem Teller anzurichten sind, hier mit ihrer krummen Schale. Und deswegen macht man sich so ein Salzbett, stippt die Austern da rein, dann kann sie nicht so umkippen und der Saft oder Soße ja, bleibt drin. Ja, die kannst du noch mal verteilen. Pass auf, ich nehme das kurz mit, Cornelia. Ja, auf jeden Fall ganz toll gemacht. Wir gehen jetzt gemeinsam zu Cornelia Thielmann. Von Cornelia Poletto zu Cornelia Thielmann. Gesundheit an der Stelle. Du brauchst noch einen Moment, Ralf, ja? Ich richte jetzt an, ich bin fertig. Gut, dann richte ich schon mal an. Cornelia Thielmann ist unser, komm gerne mit. Komm gerne mit. Ist unsere Küchenschlachtgewinnerin, ja? Ihre erste Austern. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie bedauern oder beneiden soll. Aber für dich esse ich sie kurz. Sie sind ja auch nicht mehr roh. Sie sind immerhin leicht. Ja. Haben sie? Aber Muscheln magst du. Muscheln hast du auch schon gegessen. Ja, Muscheln liebe ich. Sie haben mit Cornelia gekocht? Ja, mit Vergnügen. War sie, wir haben echt viel Spaß gehabt. Das war ja meine erste Küchenschlachtwoche. Und das war wirklich ein sehr, sehr niedliches und sehr begabtes Team. Also die haben alle so gut gekocht, dass es ganz schlimm war, da in der Jury sitzen zu müssen. Ja, muss man einfach
Ihre erste Auster. Soll ich mal, Cornelia? Ist auch gemein, jetzt gucken auch alle. Ne? Das, ja. Also das stört mich nicht. Da müssen Sie jetzt durch. Also ganz Deutschland guckt ja jetzt auf Conny und die Auster. Das macht nichts, für dich mache ich alles, Conny. Oh, danke. Den Sud kannst du jetzt hinterher schlürfen. Manchmal hilft das ja auch, wenn man noch schwierig ist. Cornelia ist rasend vor Begeisterung. Fantastisch. Oh, ja? Fantastisch. Ja. Cool. Dieses Sud absolut optimal. Ich könnte es nicht besser machen. Da kommt richtig. Dann bin ich beruhigt. Dann gehen wir wieder. Danke schön. Bis gleich. So, Ralf richtet an. Und wir schauen mal, was er da angerichtet hat heute. Nämlich Blumenkohl-Chilisuppe mit gebackenen Kapern und rote Bete-Jakobsmuscheln. Horst, bist du Jakobsmuscheln wenigstens? Ja. Ja? Mhm. Ja, gerne. Jakobsmuscheln isst du, ja? Also Jakobsmuscheln esse ich. Ich meine, es gab eine ganze Zeit lang in meinem Leben, wo ich mich wirklich geschämt habe, wenn ich verschiedene Dinge nicht mag, die angeblich so edel, so teuer und so frisch sind. Und toll. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, A, bin ich dafür zu alt geworden, mich selber zu belügen. Und ich denke mal, man kann genauso gut mal sagen, wenn einem irgendetwas mal nicht schmeckt oder widerstrebt, genauso wie man sagen kann, dass einem mal etwas schmeckt. Und ich kann nun mal verdammt noch mal keine Auster essen. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin doch gar nicht böse mit dir. Ne? So, und dann schon eher ein Vorschenkel. Ehrlich? Ja. Das kann ich nicht. Doch. Das ist super lecker, weißt du. Falsch, aber das kann ich aus anderen Gründen nicht. Das widerstrebt mir total. Also so eine Froschachse zu essen, das finde ich einfach. Ja, ist auch gemein. Ja, das ist auch gemein. Gemein. Ja, das kann ich nicht. Aber Jakobsmuscheln geht es mir übrigens ähnlich. Das ist auch etwas, mag ich nicht so furchtbar. Die du gerne nicht magst. Ja, je nachdem, wie es gemacht ist. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Nein, früher hätte ich ja auch keinen Fisch gegessen, der glasig ist. Weil dann hätte ich gesagt, der ist nicht gar. Mhm. Mittlerweile weiß ich einfach, dann ist er ja Johann, wirklich exzellent. Ich muss leider mal unterbrechen. Johann ist ja auch bekannt als Rosenkavalier. Ja. Ja, cool. Hallo. Dann darf der als Erster. Johann, kommst du kurz dazu? Selbstverständlich. Bitte. Jawohl. Ich habe nur einen Tipp, weil sie das nachkochen, ziehen sie Handschuhe an, weil sie versauen sich die Fingernägel. Ja, so wobei, blöd. So blöd. Je nachdem, ob man Männer oder Weibler ist, kann man das auch so wollen. Deswegen muss ich mich nicht gleich abdrängen. Wie nennt sich das? Wie nennt sich das? Das ist eine Blumenkohl-Chilisuppe mit gebackenen Kapern und rote Bete-Jakobsmuscheln. Das war jetzt gemein. Also Blumenkohl schmeckt mir zu wenig. Du schmeckst zu wenig Blumenkohl? Mhm. Bin ich. Ja, Ralf, schon wieder alles falsch gemacht. Nee. Ja. Mhm. Darf ich mal ganz kurz? Blumenkohl? Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ehrlich jetzt, ich hab's noch nicht Eindruck. Ich hab vielleicht keine Ahnung, aber ist so. Das ist doch eine Suggestivfrage, wenn du sagst, ich habe vielleicht keine Ahnung. Ja, jetzt mach mal die Augen zu und iss. Die wissen doch alle, dass du Ahnung hast. Horst, hast du schon probiert? Ich habe schon probiert. Probier, Horst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Gericht, was ich heute hier probiere, wo ich ernsthaft sagen muss, ich verliebe mich gerade sogar in diesen Herd vor mir. Das macht mich rösig. Also, wie ist das mit dem fehlenden Blumenkohlgeschmack? Ja, der ist schon sehr mild, wobei auch wirklich zu viel Blumenkohlgeschmack nicht unbedingt förderlich ist. Dann wird es so kartoffelsuppig. So ein bisschen herb und Dings. Ja. Also ich finde es eigentlich so, für mich persönlich passt das. Es ist ja keine normale Blumenkohlsuppe, weil erwartet ihr jetzt. Ja, Blumenkohlsuppe sieht anders aus. Normale Blumenkohlsuppe. So, da wäre ein ganzer Blumenkohl reingekloppt, Butter drauf, Sahne drauf, lecker. So. Ja. Kolja, wie findest du es denn? Sag was. Das ist richtig, dass der Blumenkohlgeschmack, also es ist jetzt nicht so doll nach Blumenkohl. Das kann natürlich auch schlicht und einfach am Blumenkohl liegen. Was ich toll finde, ist die Idee mit den gebackenen Kapern. Was ich toll finde, ist der Geschmack von diesen Rote-Bete-Pulver. Wenn ich jetzt in der Suppe von den Rote-Bete-Flocken ein bisschen was auflöse und so eine Kaper dabei habe. Das ist aber eine Rote-Bete-Suppe. Mmh. Super. Aber es schmeckt. Ich finde es auch ganz fein. Ich mag das so. Sehr sogar. Ist doch lecker. Mhm.
Aber es ist einfach so, dass man, wenn man sagt Blumenkohlsuppe, ich halt persönlich Blumenkohlsuppe. Es ist ja keine Blumenkohlsuppe, es ist eine Chili-Blumenkohlsuppe mit Jakobsmuscheln und gebackenen Austern. Ja, ja. Ja, Johann. Ja. Hat natürlich hinten raus auch nochmal richtig gute Schärfe. Aber ich finde es ganz toll. Also da sollten wir uns drauf freuen. Du servierst. Wenn ihr jetzt schon so diskutiert dabei, dann möchte ich hierbei schon mal rausgehen. Nein, du bleibst mal schön hier. Horst, du richtest gerade an, ja? Bist gleich soweit? Ja. Unterschreibst gerade deinen Teller, ja? Was ist das? Ich unterschreibe gerade meinen Teller. Ja. So. Weil ich mache das ja immer so. Entweder sieht es bei mir ziemlich spannend aus, schmeckt dafür sensationell, oder es sieht so aus, als hätte es jemand anders gemacht und man weiß nicht, wie es schmeckt. So. Horst, pass auf. Ja. Ja. Ich wäre soweit. Und das ist der Rosenreis. Warte an. Horst, Rosenreis. Rosenreis, toll. Wenn die Rosen weg sind, ist das ein Sensationsreis. Sie waren am schnellsten. Hallo, jetzt hört's auf. Du. Ja, Alter, jetzt gehst du demnächst noch durch den Blumengarten vorne. Ja? Schatz. Jetzt ist dieses Bitteres jetzt weg. Ja? Ja, total. Wenn das gekocht ist, ist das kein Problem mehr. Machen wir erstmal das. Genau. Ja, warte, aber ruhig noch länger, dann ist es ganz kalt. Komm, lass uns reinhauen. Horst, was sehen wir hier? Nehme ich weg. Wir sehen, Horst, ein Pfannengemüse, oh la la, mit genau. Entenbrust. Genau, fang schon mal an. Ja. So, Freunde, bitte Bewertungen. Vertragen wir uns wieder. Sag mal, hast du heute im Wok gekocht, ja? Was? Im Wok machst du es oft, neuerdings? Nee, ich koche eigentlich ganz selten im Wok. Aber da bekam ich alles an Gemüse rein. Und im Bock ist ja das Schöne, das habe ich bei Johann gelernt. Vor allem, wenn du so einen richtig tollen Bock hast, kannst du das Gemüse auf den Rand legen, was schon soweit fertig ist, und den Rest legst du in die Mitte wieder zum Nachgaren. Mhm. So, wie finden wir es, Kolja? Also wenn ich jetzt drei Felder von Horst jetzt beurteilen würde, seine Unterhaltungsfähigkeiten, seine Kochkünste und seine erotischen Fähigkeiten. Dann würde ich sagen... Wir gehen ins Bett, ohne zu essen. Genau. Ja. Ich habe auf jeden Fall nachher mehr Hunger. Das ist eher so... Das ist ein ganz, ganz leichtes Essen. Ganz, ganz leichtes Essen, ja. Weil man davon nicht so viel isst. Ja. Das, So, vor allen Dingen, eins ist definitiv klar, wenn du davon nicht so viel isst, hast du nachher auch noch mehr Energie für dich zu bewegen. Ja, eben, das ist auch, glaube ich, war die Absicht dabei. Also fettig ist das nicht. Das ist irgendwie schön. Ist keine Butter drin? Nee, das, glaube ich, war auch ein Fehler. Ist keine Sahne drin? Nee, das war auch ein Fehler. Es kommt eine extreme Schärfe hinten raus. No, es geht. Kommt eine Schärfe hinten raus. Warte ab. Spätestens, wenn du so einen Teller gegessen hast morgen. Mhm. Also, ja, Ralf? Gut, ich werde häusig bei was anderem. Ralf, komm, sag mal. Der Brokkoli ist super. Dankeschön, Ralf. Nein. So, Brokkoli gut zu machen ist ja nicht leicht. Nein, es ist wirklich eins der schwierigsten Gemüse, weil man ist vorne, entweder ist es vorne verkocht und, oder ist es vorne okay und der Strunk ist noch zu hart. Also das Meine Damen und Herren, wenn irgendjemand nur über ein Gemüse redet, dann heißt das Essen ist tatsächlich für die Herren Kollegen, das ist ein Bock. Ja? Lass ihn mal ausreden. Nein, Brokkoli ist lecker. Die Schärfe ist mir persönlich gesagt zu wenig. Finde ich auch, Horst. Also Schärfe jetzt schon noch mehr. Ja, aber, wobei wir standen jetzt auch unter dem Eindruck dessen, was wir gerade gegessen haben. Ne? Muss man auch sagen. Also das brennt ja noch mal so nach und dann hast du das Gefühl,
Ich meine, der Horst wollte auch vor mir anrichten. Ich hätte es mal lieber so machen lassen sollen. Aber ja, die Ente, weil wir haben gerade sehr scharf gegessen da hinten. Ich wollte eigentlich vorher hingehen. Und die Ente, wenn man die jetzt mal so anschneidet. Die Ente, ne? Die ist noch leicht zart rosa. Die hat da wirklich toll gebraten. Die ist auch noch zart. Aber die und das ist wirklich. Jetzt gar nicht schlecht. Also das ist Cornelia. Cornelia, wie findest du es? Man könnte auch sagen, Horst hat im Wok den Bock abgeschossen. Zum Beispiel. Den Vogel. Ja, das Problem ist, also ich finde Bockgemüse großartig, aber genau an so einem Abend ganz, ganz kompliziert, weil man muss nur eine Minute abgelenkt sein, dann ist das Gemüse zu weich. Und das war auch genau das, was Ralf gesagt hat. Eigentlich hätte Horst eine Sekunde früher anrichten müssen. Dann wäre das nämlich noch knackig grün gewesen. Ich war fertig, habe gefragt, kann ich anrichten? Da sagt er, nein, ich auch. Und deswegen. Das ist genau. Ich bin schuld. Also ich bin nicht du bist nicht schuld. Nein. Man kann das Ganze jetzt wieder so hinlegen. Ich finde das Fleisch hier zum Beispiel aus sehr gut, sehr gutes Fleisch. Aber seit meiner Pubertät ist das Problem immer schon das gleiche. Ich war immer zu früh fertig. Ja. Johann. Also, Johann, wie findest du es? Nee, komm, lass den aus dem Spiel. Okay. Ich muss sagen, ich muss mir den Horst sehr gut auskommen, denn wir müssen ja morgen Mittag wieder bei Laferlicht und Lecker zusammen kochen. Deswegen bin ich jetzt ruhig. Nee, aber komm, jetzt mal ganz. Die Ente war nein, sehr ganz gut. Entspannt und ganz locker. Das ist wirklich gut. Naja, das ist gut. Okay? Naja. Horst, ich habe bewusst gesagt, gut. Ich freue mich aber, dass mein alter Freund Horst ohne Butter, ohne Sahne ausgekommen ist, neue Dinge entdeckt, hier Nussöl. Was war das noch? Ich probiere alles aus, aber ich gehe jetzt mal zur Küchenschlachtgewinnerin und frage die, wie es geschmeckt hat. Genau. Das ist viel wichtiger. So, Johann? Ja. Auch Johann Lafer hat bereits angerichtet, meine Damen und Herren. Horst, erzähl. Ja? Was sind das für kleine Dinge? Ich mag das auch. Ich bin damit zufrieden. Siehst du, alles bissfest. Mir schmeckt. Ja. Dieser Rosenrad schmeckt großartig. Wenn wir uns gegenüber sitzen, schmeckt mir alles. Ich muss nur beim Essen gegenüber sitzen, dann schmeckt es auch. Nein, ich bin zufrieden. Vielen Dank. Frau Thiemann, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, dann rufe ich ihn wieder zurück. Ja? Was sollte er drauf? Wie sucht in der Küche so ein paar? Erstmal das Wasser. Welches Wasser? Nein, sehr schön. Komm. Sollte ja nicht noch mehr, ne? Nicht unbedingt, nee, nicht unbedingt. Es gibt die Möglichkeit, Horst zurückzuschlagen. Wir haben Johann Lafer Chicken Curry, 1001 Nacht mit Rosenreis. Muss allerdings sagen, es sieht phänomenal aus. Phänomenal, ne? Johann, was brauchen wir? Löffel? Gabel? Könnt ihr überlegen. Also ich würde sagen Gabel. Gabel, gut. Ja, so. Guck mal hier. Horst. Und das im Bett zu zweit. Mehr geht nicht, ne? So, jetzt. Probiert mal das bitte hier. Und ich gebe euch auch den Reis, dann können wir das auch. Ich muss gerne sagen, optisch ist das natürlich eine Eins. Da gebe ich mal gar nichts. Aber man merkt immer wieder raus, dass Johann eine Zeit lang bei Fleur Rob gelernt hat. So. Und wenn die Soße ist. Ja? Ich sage es später was. Nee. Bin jetzt ruhig. Also ich muss mal sagen, dass in dem Rosenreis fehlt mir ein bisschen Rose, gell? Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, lass mich mal probieren. Was aber der ist toll, ne? Das schmeckt auf jeden Fall nicht nach Blumenkohl, ne? Blumenkohl schmeckst du nicht raus. Das ist lecker. Der Reis ist super, ne? Das ist echt lecker. Johann, wie ist denn die Soße entstanden? Ingwer, Chili, Knoblauch, Kokosmilch, Salz, Zucker, Zimt, Kreuzkümmel, was habe ich noch? Butter. Rosenblütensalz. Butter. Nee, keine Butter. Null. Null Butter, nur Kokosmilch. Wirklich, nur Kokosmilch. Was hast du mit der Butter gemacht? Die habe ich mit dem Reis ein bisschen angegeben. Also. Also was mir in der Soße total gefällt, Chili schmeckt ja nicht nur scharf, sondern hat ja auch ein eigenes Aroma. Und da ist so eine schöne Chili-Note drin. Das ist echt, das ist toll. Okay, Cornelia.
dann ist es ja, wenn er erstmal optisch auf der Gewinnerseite ist und wenn dann das, was man erwartet und das, was das Auge erwartet, auch noch erfüllt wird, dann hat man gewonnen. Aber wie schmeckt's denn? Ja, hat das jetzt nicht genügend erklärt? Nee. Echt nicht? Nee? Nee, sag doch mal, was das was für dich... Ja, schmeckt großartig. Aber so wie es aussieht, schmeckt's auch. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ich versuch mal zu erklären, wie es schmeckt. Wisst ihr was? Es ist einfach jetzt so ein Gericht der Harmonie. Das merke ich schon einfach, wie wir uns hier drumherum versammeln. Wir sind plötzlich alle ganz eng aneinander gekommen. Ja, es ist wirklich... Kinder, da lag an meinem Essen. Wir suchen jetzt die Nähe. Da ist es. Essen, das macht einfach also, mir ist auch schon ganz warm. Ja, mir ist auch ziemlich warm. Ist ja gut, dass die Sendung um die Uhrzeit läuft, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich dazu was sagen darf, wenn irgendetwas zu Hause oder egal wo so richtig lecker ist mit Soße, dann hast du immer dieses unglaubliche Bedürfnis, nach Brot zu fragen zum Schluss, weil du möchtest auch den Rest der Soße unbedingt noch vom Teller weg haben. Und hier ist es so, dass ich wirklich mir ein großes Stück Brot wünsche, um diese Soße noch wegzukriegen. Das ist exzellent. Der Reis ist schon weg. Ja. Das ist sehr, sehr lecker. Ich habe deswegen noch mal nachgefragt, weil natürlich... Wir sagen, es ist lecker, es ist großartig, wir sehen das auch, aber wir sollten dennoch versuchen zu erklären, wie das... Also wie das mich, was macht es für dich aus, Horst? Gut, dann erkläre ich das mal für mich. Diese Soße hat die Sämigkeit, die ich mir wünsche bei einer Soße. Ja. Die Soße hat eine wunderbare Sämigkeit. Das ist für mich bei einer Soße erstmal wichtig. Mhm. Man schmeckt ganz leicht das Kokos raus, aber sie ist jetzt nicht, als wenn ich in so ein Bounty reinbeiße. Ich sage, ich habe zu viel Kokosnuss, weil dann wäre es mir zu heftig. Weil das mag, glaube ich, auch nicht jeder. Nee, sie hat eine sehr schöne Süße, ist aber jetzt nicht so, dass du sagst, sie ist so süß, dass sie Richtung Dessert geht. Und die Schärfe ist so, weil ich kann nicht so scharf essen, deswegen war meins wahrscheinlich auch nicht so scharf. Die ist nicht so schlimm, dass du sagst, ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Mit dem Reis, den ich wirklich ganz, ganz toll finde, weil ich bin eigentlich gar nicht so ein Reisfanatiker, aber der ist eine Bombe. Der ist eine Bombe, wirklich. Also der Reis ist eine Sensation. Interessanterweise, diese Bitterkeit, die wir vorhin da in diesen Rosenblättern drin hatten, Johann, die ist komplett raus. Sieht genial aus. Guck mal, das ist süß. Das ist eine irre Idee, ne? Das ist leicht bitter und würzig. Das kommt alles vom Reis zusammen. Wir sind jetzt gerade abgelenkt. Was perfekt. Kolja da macht, so, ist genial. Wunderbar. Johann, toll gekocht. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, ja, Wahnsinn. Kolja. Ja. Jetzt müssen wir dein Essen noch mal ein bisschen würdigen. Und während du das anrichtest, erzählst du uns das freundlicherweise, wie du es gemacht hast. Also, Pflaumen im Feigenblatt. Gebacken. Ich habe die Pflaumen halbiert, den Kern raus, habe ein bisschen Marzipan und Mandel reingegeben. Mhm. Hier, Marzipan. In ein Feigenblatt jeweils eine Pflaume eingewickelt. Mhm. In den Ofen ungefähr 20 Minuten. Mhm. Jetzt kommt es natürlich auch auf die Pflaumen an, dass die sollten halt schön reif und weich sein, dass die entsprechend schnell dann gar werden. Mhm. Ich habe eine Orangen-Kardamom-Butter hier gemacht, Orangensaft reduziert. Ein bisschen Puderzucker dazugegeben, den Kardamom im Mörser zerstoßen und mit reingegeben. Ganz wenn der Orangensaft reduziert ist, kommt kalte Butter dazu in Flocken. Mhm. Das heißt, das ist eine Buttersoße. Dann habe ich hier den Baiser. Also den gebackenen Eischaum sozusagen. Es gibt jetzt drei verschiedene Arten. Man kann ihn kalt aufschlagen, man kann ihn heiß aufschlagen, man kann ihn kalt aufschlagen und heiß backen oder kalt backen. Ich habe natürlich jetzt nicht die Zeit gehabt, ihn zu backen und ganz langsam zu backen, dass er so ganz crunchy wird. Probier. Deswegen ist das ein heiß gebackener. Der Name Baiser heißt übrigens Kuss auf Französisch. Das ist also quasi nochmal ein... Ja, von der Theorie zumindest. Und ja, super, danke. Das stellen wir einfach daneben, sonst haben wir keine Zeit mehr. Was ist das denn noch? Das ist jetzt das Kokos-Chili-Sorbet. Unglaublich.
sag mal, und das Feigenblatt könnte man jetzt noch essen? Nein, das Feigenblatt, auch, wie in der Natur, isst man das Feigenblatt nicht. Also im Prinzip ist das der Schlüpper. Feigenblatt weg und isst das, was drunter ist. Ja, das ist der Schlüpper. So wie du es zu Hause machst. Ja. Der Schlüpper. Sag mal, wo kaufe ich Feigenblätter? Du gehst nachts in den Botanischen Garten in Berlin und klaust welche vom nächsten Feigenbaum. Alles klar. Nee, aber jetzt ohne Quatsch. Gibt es Feigenblätter? Wo hast du die her? Ja, ja, man kann Feigenbaum kaufen. Feigenbäumchen, wir haben einen hier vorne stehen. Nur da sind so richtig schöne große Blätter dran. Die nehme ich mir beim nächsten Karneval mit. Wenn du wieder... Da gehe ich als Adam. Angeber. Ich kann nicht dafür, wenn bei dir ein Himbeerblättchen reicht. Prost. Wie schmeckt's denn? Oder bei Markus so ein Ahornblättchen davon. Also ich finde sie erstmal optisch, ja, genau. Wirklich eine geniale Idee. Ich meine, jetzt ist es ja leider schon zerstört. Aber in so einem Feigenblatt eine Pfirsich zu backen, finde ich toll. Gerade, wie wir eben gesehen haben, wie du das aufgemacht hast, aufgebrochen hast. Das sah ganz toll aus. Das hat witzigerweise tatsächlich auch nach Feige gerochen. Was ist eine Pflaume? Ja, wie Pflaume. Ja, ist eine große Pflaume. Ja, ist egal. So, Marzipan da drin, kommt leider Gottes. Was ich hatte mir jetzt gewünscht, dass der Marzipan... Ja, das irgendwie in die Pflaume mit reingeht. Weißt du, dass du da den Geschmack hast? Aber das kann wahrscheinlich nicht. Aber es sind alles Dinge, die ich sehr, sehr liebe. Marzipan, dafür würde ich fast töten. Baiser liebe ich. Also definitiv Hammer. Hätten die Pflaumen noch gut 20 Minuten im Ofen bleiben können. Wären dann die Feigenblätter nicht verbrannt? Ja, aber die musst du ja nicht mitessen. Das ist so wie... Du isst die Kleidung also bei der Frau egal ja auch nicht mit. Gewesen, wenn die Blätter dann schwarz sind. So ungefähr, ja. Geht schon, wie bei Bananenblättern. Die isst du ja auch nicht. Wenn es um die Optik geht, ist wurscht. Cornelia, wie findest du es? Ich finde es super. Ja, die ist sehr lecker. Ich finde es sehr schön. Wahnsinnig toll. Was magst du an der Kombination? Das ist so spannend. Das ist schon, wenn man das natürlich dann zusammen auspacken würde, ja, das ist schon mal was Tolles. Mhm. Dann die Pflaume mit dem Marzipan, wunderschöne Süße. Du hast den knusprigen Baiser, dann hast du diese Kardamom-Buttersoße noch dazu. Und dann ganz hinten kommt das eiskalte Sorbet mit dieser echt tollen Schärfe. Ich finde das Da perfekt. Ist auch noch mal richtig Wumms drin, ne, hinten. Das ist toll. Da ist Zimt und Chili mit drin. Ja. Johann. Wie findest du es? Wie findest du es? Selber? Ich glaube, das ist alles gesagt, was man zu diesem Dessert sagen kann. Wir haben jetzt, glaube ich, eher das Problem um die Uhrzeit, was machen wir jetzt nach der Sendung? Stimmt. Wir haben jetzt hier 5 aphrodisierende Gerichte gehabt. Ja, und jetzt wohin damit? Wir gehen alle zum Horst kuscheln. Nein, aber. Mit Johann klären. Ja. Aber diese Schokoladensorbet, das ist toll, ne? Ja. Ist das, darf ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen, ist das ein Hauch zu scharf oder ist das genau so, wie es sein muss? Nein, das brennt richtig nach, ne? Da geht schon noch mal... Das ist aber lecker, das ist wirklich sehr lecker, obwohl ich ja nicht so scharf, aber das ist wirklich sehr lecker. Also ich für meinen Teil finde es halt etwas brachial angerichtet. Ja, okay. Das war gerade das, was ich sagen wollte, weil eigentlich ist das eine Anrichteweise, die mir zugute steht. Das so hinzustellen und zu sagen, bitteschön. Und ist ja so. Ne? Normalerweise richte ich so an und sage, komm hier, is it. So, das wäre wahrscheinlich das erste Thema gewesen. Frau Thiemer, wollen Sie zuerst nach vorne kommen? Ja, statt. Ja? Ne? Aber es wird lecker. Können Sie das direkt hier an Ort und Stelle noch mal probieren? Sie müssen nämlich wirklich nicht diesen ganzen Teller jetzt aufessen. Frau Thiemer, unsere Küchenschlachtgewinnerin. Die jetzt von mir einen frischen Löffel bekommt. Das war so lecker. War lecker? Hat Ihnen Spaß gemacht. Probieren Sie doch mal dieses pikante. Das war genial. Das sind alles meine Gewürze. Die habe ich wunderbar. Okay. Ganz toll. Ich nehme von der Mitte, da ist wenigstens noch ein bisschen kalt. Mein Gott. Mein Gott, flüstert sie. Wer ist denn Ihr Gott? Der Herr Kleberg oder eher der Herr Lafer? Alle. Ja. Genießt es. Wir sind der Olymp. Wow, jetzt drehst du aber richtig durch, ne? Wo die Götter versammelt sind. Fantastisch. Ja. Gut. Ich weiß ja, wer Loki ist. Ich bin nur Hermes. Ich bin Hermes, der Götterbote, der jetzt zu erzählen hat, dass wir, glaube ich, mit der Zeit langsam am Ende sind. Ich bin froh, wenn mich einer Pan sein lässt. Ja, Pan. Pan, ja. Ja, Pan. Der mit der Flöte zum Fest ruft. So ist es. Begeistert. Sie sind begeistert. Mögen Sie diese Schärfe, wenn es dann hinten nochmal so durchzieht? Wir lieben, weil wir ja auch in Sri Lanka ständig... Das sind meine Gewürze, die ich zu Hause alle habe. Das war für mich heute ein Highlight. Ja, großartig.
Ganz fantastisch. Jetzt wollen wir gar nicht nachfragen, warum Sie so wahnsinnig gerne nach Sri Lanka fahren. Wir haben uns selbst den Tsunami überlebt. Oh. Und seitdem habe ich einen gemeinnützigen Verein gegründet und bin tatsächlich ständig mit Hilfsprojekten in Sri Lanka. Oh, das deshalb. Da wollte ich Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Nein, das ist schon okay. Frau Thielmann, herzlichen Dank Ihnen für den Besuch in der Sendung. Freut mich sehr, wenn es Ihnen geschmeckt hat. Johann hat noch eine Ansage zu machen. Ich würde gerne mal im Namen aller Zuschauer und auch von uns Köchen dem Markus Lanz gerne etwas fragen. Was ist für dich denn aphrodisierend? Du meinst jetzt grundsätzlich Essen, wie auch immer. Ist mir jetzt egal. Ich glaube, für die Antwort auf diese Frage müssen wir nach Grönland reisen. Nein. Nein, jetzt sag doch mal, was ist für dich? Nein, ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten. Nein, nix. Nein, pass auf, nein. Nix Gegenfrage, nix Gegenfrage. Nein, haben wir alle die richtige Vorstellung davon, was Aphrodisiaka sind? Ich glaube nicht. Ich habe dich gefragt, was ist für dich aphrodisierend? Ich tue mich da schwer mit der Antwort. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay, liebe Zuschauer, nächsten Samstag und nächsten Freitag sollen Sie einschalten, dann wissen Sie es, okay? Fertig jetzt. Herrlich. Nein, ich finde aber, Johann, das wollte ich nur sagen, dass ein schönes Essen selbstverständlich ein Fest für die Sinne ist. Vor allen Dingen dann, wenn es sich nicht um rohe Rosenblätter handelt, Johann. Dann finde ich das ganz, ganz fantastisch. Und wenn eine schöne Frau am Tisch sitzt. Ja, oder auch steht. Wie beispielsweise Cornelia oder Frau Thielmann. Danke. Ja? Ralf Zacherl, Kolja Kleberg, die gute Frau Thielmann, Johann Lafer, Cornelia Poletto und Horst Lichter. Herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles, was scharf macht, war unser Thema heute. Und scharf war es, definitiv. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.